Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wie ihr gelesen habt, wir wollen uns ein paar Stellplätze in Hannover anschauen. Und wann tun wir das? Nach dem Intro. Stellplätze in Hannover, das ist eine Sache für sich. Wir blenden euch jetzt gerade mal ein Bild ein oder vier Bilder von Park 4 Night. Da seht ihr jetzt einfach mal, da ist doch gar nichts. Was wollen die jetzt da vorstellen? Ja, da gucken wir mal nicht in die App von Park 4 Night, sondern in die Stellplatzradar von ProMobil. Denn da gibt es tatsächlich ein paar Stellplätze, die wahrscheinlich in der Park 4 Night App als Parkplatz ausgewiesen wird. Das kann sein, ja. Das ist ein bisschen irritierend. Auf jeden Fall, es gibt ein paar. Und anfangen tun wir mit einem ganz, ganz, ganz neuen. Und zwar der blaue Punkt, den ihr gerade gesehen habt. In der Schulenburger Landstraße, der Stellplatz bei der Autovermietung. Laie. Die Laie. Die Laie. Und das zeigen wir euch jetzt. Hier in Hannover Nord, haben wir ja gerade gesagt, wollen wir euch einen Stellplatz auf jeden Fall vorstellen, den wir dank der Firma Die Laie, also sprich ein Autovermieter, der auch Reisemobile im Angebot hat, der hat hier so einen tollen Platz hingestellt. Stellplatz Hannover Nord, ihr kommt von der Straße rein, von der Schulenburger Landstraße kommt ihr auf jeden Fall rein und müsst als erstes dort auf den Knöppel drücken und dann bekommt ihr diese wunderbare Karte. Hier wird alles mit Karte bezahlt. Und dann geht dieser Poller, der geht nämlich dann runter, Ampel wird grün und dann dürft ihr rausfahren. Und dann gibt es 18 Stellplätze mit Strom. Und wie das alles genau aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Hier habt ihr die Fähr- und Entsorgung. Die Karte ist dafür da, einfach drauf zu halten. Dann bekommt ihr 1 Euro pro 50 Liter Frischwasser. Ihr habt die Möglichkeit natürlich auch nochmal mit dem Schlauch alles hier nochmal sauber zu machen. Denn dort ist der Auslass, dort müsst ihr die Toilette entsorgen und auch das Grauwasser ablassen. Das heißt, ihr fahrt einfach drüber und gut ist die Kiste. Wir wünschen uns immer mehr Plätze von diesen Drüberfahrplätzen, weil wir so einen Bodenauslass und zwar mittig des Fahrzeuges haben, was nicht so viele Campingplätze oder so viele Stellplätze haben. Stromsäulen gibt es ja auch am Platz insgesamt für 18 Fahrzeuge in der Wintersaison ein bisschen weniger, weil da hat die Laie Autovermietung nämlich ein paar Wohnmobile, die sie dazwischen parkt, deshalb gibt es ein paar weniger Plätze, sonst 18 Plätze mit Strom. Einfach Karte ranhalten und dann gibt es für einen Euro, also 1 Euro kostet, nee, ihr kriegt eine Kilowattstunde für 1 Euro. So, was ist die? WLAN gibt es auch am Platz, direkt bei der Einfahrt am Häuschen steht der WLAN-Code. Das heißt, wer das Internet nicht hat, kann dort WLAN nutzen. Was super hier an diesem Platz ist, das hat uns sofort überzeugt, wo wir gestern das erste Mal angekommen ist, dass du sehr viel hier am Platz hast. Als erstes, du läufst runter, 100, 120, 150 Meter, ja, ungefähr. Hast du eine Straßenbahnanbindung, die euch direkt in die Stadt findet oder zur Messe Nord. Oder halt zum Nordhafen, das ist die Linie 6. Die hört man vielleicht auch im weitesten Sinne im Hintergrund, wenn die Kamera, wenn der Ton schlimm genug ist. Also das habt ihr hier. Ihr habt eine Tankstelle, Rewe to go gibt es da. Ihr habt einen Kaufland direkt ums Eck, wo ihr von Montag bis Samstag einkaufen könnt. Da ist auch ein Bäcker, also gut, genau. Der ist allerdings wahrscheinlich auf dem Sonntag nicht auf. Da müsste man gucken, welche Bäcker sonntags hier aufhaben. Genau, das müsst ihr einfach gucken. Aber alles direkt hier sofort drin. Ihr habt die Bilder gerade gesehen, wo wir euch das gezeigt haben, ja, wo es was gibt. Also richtig cool. Bei der Einfahrt, das muss man aufpassen, die könnte man leicht übersehen. Ihr müsst auf die Einfahrt fahren, wenn ihr zur Autovermietung die Laie fahren wollt. Da ist, und dann einfach nur geradezu und dann kommt ihr
her. An den ganzen Gebäuden vorbei, deswegen. Das war halt ein bisschen versteckt, weil der halt hinten weiter liegt. Aber dafür liegt er etwas ruhiger und nicht direkt an der Hauptstraße hier. Genau, das muss man auch sagen. Es ist ein Industriegebiet natürlich dann. Das heißt, in der Woche wird es lauter sein. Wir haben es jetzt heute Dienstag. Dementsprechend haben ist ein kleiner Kracher dabei gewesen, der ein bisschen lauter war. Aber sonst, wir konnten gut schlafen. Und auch in der Nacht ist es ja mal in einer Stadt ein bisschen ruhiger. Wir empfehlen euch gerne, kommt hierher, kommt in die Schulenburger Landstraße nach Hannover Nord und genießt einfach diesen Platz. 15 Euro kostet er für 24 Stunden Anreise, also ist wie ihr wollt, könnt ihr gucken. Und alles wird halt dann mit EC-Karte, ob vielleicht mit Apple Pay, das wissen wir noch nicht. Das testen wir nachher. Das werden wir euch eigentlich gleich testen, denn wir wollen noch weiterfahren, denn wir haben hier noch drei andere Plätze, die wir heute in Hannover uns anschauen wollen. Und das gibt es alles in diesem Video noch. Und zwar, nachdem wir hier losgefahren sind. Kleiner Hinweis noch zum Stellplatz an der Schulenburger Landstraße. Beim Wasser müsst ihr aufpassen, nach 50, das läuft weiter. Also ihr müsst da stoppen, das heißt, sonst läuft das so weiter und ihr bezahlt für 100, 150, 100, 200 Liter. Wenn ihr nicht Stopp drückt, bezahlt ihr für jeden Liter. Beim Ausfahren müsst ihr wirklich richtig nah ranfahren. Vielleicht, idealerweise seid ihr zu zweit. Dann sagt der Automat auf jeden Fall, das konnte ich aber auch lesen von hier aus, sagt der Automat jetzt bitte Ticket. Genau, dann steckst du es rein und was super geht, mit sogar Apple Pay. Ja, das hat sofort geklappt. Genau. Wir haben insgesamt also für eine Nacht dort 17 Euro bezahlt, und aber auch nur, weil wir beim Wasser nicht aufgepasst haben. Also das muss man wissen, das steht leider nicht dran, mal ein bisschen mehr Informationen wären da gut. Aber ganz ehrlich, dafür, dass seine Firma sich mal Gedanken gemacht hat, finde ich das richtig top. Toller Platz. So, das noch die Informationen, die wir euch sagen wollten. Nächster Platz, den wir angefahren haben in Hannover, sind die Herrenhäuser Gärten. Die sind hinter euch. Die zeigen wir euch mal kurz. Und wunderschöne Parkanlage. Genau, wir blenden noch ein Bild ein. Wir können hier gerade mal 10 Minuten kostenlos stehen. Das ist auch sehr schön. Man muss aber hier am Automaten sich so ein paar Freiticket holen. Sonst ist das schon ein bisschen hart. 8 Wohnmobile gibt es hier. Hier sind auch welche fliegenden Spinnen. Genau. Die direkt auf dem Parkplatz, die seht ihr dort einmal so stehen. Auch unseres steht natürlich da gerade. Genau, 8 Stück an der Zahl. 20 Euro. Dann habt ihr den Höchstsatz, was ihr bleiben könnt. 24 Stunden. Das kann man aber individuell einstellen. Also um 18 Euro, je nachdem welche Uhrzeit man fahren will, kann man sich das einstellen. Man kann also ein bisschen Geld sparen, wenn man möchte. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht angeblich eine Fähr- und Entsorgung. Im Winter ist die aber nicht da. Kann sein, dass sie die jetzt schon abgestellt. Wir haben den 1. November heute. Und sonst wäre die wohl mit inklusive. Der Platz ist ganzjährig aber nutzbar. Mehr gibt es für den Platz aber auch nicht zu erzählen. Nö. Jetzt können wir euch nur noch ein paar Bilder anzeigen, die wir hier fotografieren. Und dann fahren wir weiter zum nächsten Platz. Genau. Der nächste Stellplatz, den wir euch in Hannover vorstellen wollen, der ist für eure Gesundheit
genau der Richtige, denn er ist an der medizinischen Hochschule, man glaubt es kaum, auch da gibt es einen Stellplatz. 5 Stück an der Zahl, wenn ihr Strom haben wollt. Wir blenden euch da jetzt Bilder gerade ein. Was uns nämlich ein bisschen missfällt, ist die Tatsache, da haben sie Poller hingebaut, dass du eigentlich mit einem vernünftigen Wohnmobil gar nicht so stehen kannst, dass du im schlimmsten Fall gar keine 5 Plätze hast. Ja, ist ein bisschen schwierig gebaut. Wenn ihr also nicht gerade auf Strom angewiesen seid, dann könnt ihr andere Plätze, das zeigen wir euch jetzt gerade, dann könnt ihr dort stehen. Es gibt natürlich keine Fähr- und Entsorgung, das muss man auch sagen. Es ist aber videoüberwacht, das heißt, ihr seid in Sicherheit und der Stellplatz ist beleuchtet. Ja, und wenn was passiert, ne? Also die Ärzte sind ja hier rund um die Uhr da, also von daher seid ihr sehr schnell im Klinikum. Genau, Pflegekräfte ist alles sofort bei Fuß. Man wünscht es ja keinem. Also, was kostet es pro Nacht? Ja, 10 Euro, das ist die normale Parkgebühr, das würdest du auch bezahlen, wenn du mit dem PKW drauf fährst. Also wenn du die ganze Zeit, also Höchstdauer ja, sind 10 Euro, das ist 24 Stunden. Sonst kannst du auch eine Stunde zum Beispiel nur stehen oder 2 Stunden. Das ist natürlich schön, wenn du mit dem Wohnmobil anreist, dass du da auch die Möglichkeit hast. Genau. Was wir euch empfehlen würden, da blenden wir euch nämlich gerade mal diese Übersichtskarte auf. Kommt bitte über die Karl-Wichert-Allee rein, den habt ihr nämlich direkt dort. Nicht so wie wir gerade gefahren sind, wir sind aber über irgendeinen komischen Damm gefahren. Ja, über die hintere Straße dann da gefahren, das ist ein bisschen enger dann das Ganze. Ne? Ja, ich guck gerade mal, ich habe zu viele Bilder heute gemacht, aber es steht ja drauf, wir irgendwas sind mit S, glaube ich. Stadtfelddamm. Wenn, das nahmen wir euch darüber, routet eher nicht, sondern ihr müsst über die Karl-Wichert-Allee hier aufs MHH-Gelände. Genau, für uns geht es jetzt, glaube ich, weiter. Nein, noch nicht. Noch nicht? Denn eins müssen wir euch noch zeigen, beziehungsweise wo wir jetzt gleich mal einen kleinen Cut machen, weil wir fahren noch zumindest einen Stellplatz, der ist aber in Laatzen. Ja. Was euch natürlich bei der medizinischen Hochschule auch passieren kann, es kann ein bisschen lauter werden. Wieso? Das seht ihr jetzt. Jetzt muss man wirklich es nicht so eng sehen, denn eigentlich sagen wir Stellplätze Hannover knapp daneben. Jetzt sind wir in Laatzen, aber nicht so weit weg von der Messe. Und hier gibt es tatsächlich 2 kostenlose Stellplätze. Danke an die Gemeinde Laatzen, dass sie sowas zur Verfügung stellen. Und zwar einmal in die Richtung. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, der steht falsch hier, der Dicke. Der muss eigentlich quer stehen. Und einmal auf der anderen. 2 Parkplätze, 24 Stunden. Das heißt eigentlich nur ein Übernachtungsplatz. Man bitte hier nicht ewig länger bleiben. Der ist für 24 Stunden halt da. Es gibt keine Fähr- und Entsorgung. Es gibt eigentlich gar nichts. Muss man dazu sagen. Aber er ist halt auch kostenlos. Und von daher ist das ja auch mal schön. Deswegen wollten wir euch den auch nicht enthalten sozusagen. Vorenthalten, so heißt es. Genau. Er ist ganzjährig nutzbar. In der Nähe ist das Aqualatium, also das Freizeitbad. Aber wenn ihr in die App ProMobil habt, also den Stellplatz Guide oder Stellplatz, wie heißt denn eigentlich diese App? Ich nutze sie die ganze Zeit, Stellplatzradar. Da seht ihr ein Wetter, ein Bild im Regen, dann kann das hier gut matschig sein. Ja gut, das ist ein Schotterparkplatz, so Schotter, Schlamm. Ja, wie gesagt, guckt euch mal die Bilder an, da seht ihr das. Also das müsst ihr einfach wissen. Aber er ist kostenfrei und ganz ehrlich, das ist doch das Wichtigste. Jetzt setzen wir uns rein in unser Buggy und dann gibt es ein Schlussfazit hier über die ganze Tatsache rund um Stellplätze in Hannover. Genau. Fazit beziehungsweise jetzt auf ein Wort, liebes Hannover. Wir haben mal nachgeprüft nochmal so Stellplätze. Im Endeffekt gibt es nur an den Herrenhäuser Gärten für 8 Wohnmobile für schlappe 20 Euro die Nacht. Ein Stellplatz. Genau. Und das ist der offiziell, glaube ich, auch von Hannover kommt. Genau, von der Tourismus Hannover. Sonst gibt es halt den privaten Anbieter zur Leihe oder die Leihe Autovermietung und das MHH.
Und hier, klar, in Laatzen ist das auch nochmal von der Gemeinde und sogar kostenlos. Aber sonst gibt es nichts. Das ist nicht viel. Wir blenden nochmal die Bilder ein, die wir gerade am Anfang gezeigt haben, wegen den Stellplätzen Berlin, Hamburg, ja. Das ganze Ruhrgebiet. Seht ihr, wie viele Plätze da existieren? Hannover hat 700.000 Einwohner, hat Herrenhäusergärten, hat das Schützenfest, was so berühmt ist, der Weihnachtsmarkt ist so gut, die Marktkirche, alles rundherum. Ach, und noch so vieles mehr. Es kann dann so viel. Maschseefest. Und. Ja, wo sollen denn die Wohnmobilisten hin? Also auch Fähr- und Entsorgung, da sind wir jetzt froh, dass es zur Leihe gibt, dieses den Stellplatz, wo du für 5 Euro, da darfst du aber 4 Stunden parken. Genau, Fähr- und Entsorgen mit inklusive 4 Stunden parken, das ist fair, genau. Finde ich. Also, wobei, ja. Versorgung kostet dann nochmal 1 Euro ja, pro 50 Liter, das muss man dazu sagen. Ja. Aber du hast da die Möglichkeit, das wird angeboten. Aber, sorry Leute, es gibt nichts von der Stadt. Das ja, ist ein bisschen zu wenig. Da kann Hannover nochmal nachbessern. Ist zumindest unsere Meinung dazu. Und wir werden ja auch immer mehr. Also das heißt, der Wohnmobilmarkt ist ja nun mal sehr hoch. Und es würde ja auch Hannover was bringen. Denn wenn wir mehr da sind, dann gibt es natürlich auch hier mehr Tourismus. Also wir haben uns die Plätze angeschaut. Also damit kannst du perfekt eigentlich immer in die Innenstadt fahren. Ja, das aber es ist relativ wenig. Also ich stelle mir das in der Hauptsaison doch sehr kritisch vor. No way. Ja. Und gesagt, also an der MHH zu stehen, das ist eigentlich schon ein Zeichen des... Naja, Psychiatrie ist ja gleich in der Nähe. Sollten wir natürlich jetzt Plätze vergessen haben. Was wir vielleicht nicht genommen haben, sind Campingplätze. Es gibt rund um natürlich Hannover zig Campingplätze. Die wollen wir natürlich austesten. Trotz allem, wir kennen es halt aus Hamburg, aus Berlin und aus den Städten im Ruhrgebiet. Da hast du überall Plätze, dass du immer mal runterkommst. Das gibt's hier nicht. Sollten wir aber welche vergessen haben oder ihr sagt, bei Park4Night diesen und diesen Parkplatz, den habt ihr euch gar nicht angeschaut. Da gibt's auch noch Möglichkeiten. Dann gerne schreibt's in die Kommentare rein, runter in die Kommentare. Mhm. Wir wollen mal checken. Hannover ist echt von uns 25 Minuten entfernt, ja. Um uns das einfach mal anzuschauen. Sonst hoffe ich ganz einfach, dass euch das Video gefallen hat. Kommt mal hier nach Hannover und genießt diese schöne Stadt. Der Zoo soll auch ganz gut sein, wo ich das noch merke. Na klar, der Erlebniszoo. Mhm. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.